Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Wir müssen jetzt einen kleinen Spaziergang nach draußen ins Weltall machen. Jedenfalls wurde das gesagt. Mal gucken, was da abgeht. Eintritt in Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Ach du Scheiße. Höhlenintegrität. 86%. Zielsystem wird synchronisiert. Ah, okay, jetzt steuere ich die Kanone. Ist ja hier wie bei Star Wars. Scheiße, den habe ich nicht getroffen. Wie schnell soll ich denn hier bitte schön schießen? Kommen hier auch Gegner? Warnung, Höhlenintegrität beeinträchtigt. Ah. Ich merke das schon. Warte mal, Isaac. Wir brauchen Luft, ne? So, das hier haben wir bei 80%. Okay, die Kanone habe ich noch. Scheiße, trifft man auch nicht so gut. Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Naja, gut. Das war der erste Streich. Ich muss nur mal gucken. Nicht, dass hier irgendwelche Gegner sind. Zielsystem wird synchronisiert. Ah, von hier geht das schon mal besser. Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Okay. Ich brauche nur noch Luft. So. Und jetzt die letzte Kanone. Zielsystem wird synchronisiert. Ach du Scheiße. Irgendwo hier ist ein Gegner. Da unten. Das sind sogar zwei. Zwei kleine Scheißviecher. Achtung, Höhlenintegrität erreicht kritischen Wert. Na komm schon. Bleib stehen. Okay. So, das ist ein Medipack. Nee, doch nicht. Kein Medipack. Da ist ein Medipack. Okay. Und Sauerstoff brauche ich noch. Okay. Und dann die letzte Kanone. Achso, die habe ich noch. Von hier sollte das ein leichtes sein, die so zu treffen. Datenmigration abgeschlossen. AAS neu kalibriert. Automatische Zielerfassungssysteme aktiviert. Geschafft. Die AAS-Kanonen sind überall auf dem Schiff online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. Okay, gut. Das war's. Und wir haben sogar noch den einen Rick gefunden. Was habe ich denn hier vor mir? Schnell wieder rein, meine Güte. Ziel abgeschlossen. Finde den Rig des ersten Offiziers White. Ja, dafür war nämlich auch noch Zeit. So, schnell wieder zurück. Schwerelosigkeit deaktiviert. Na, Gott sei Dank. Ende des Vakuums. Wie viel Schuss haben wir noch? 34. Tja, und mal wieder haben wir keine Energie, aber das ist ja mittlerweile nichts Neues. Achso, der Rig wird hier gar nicht angezeigt, stimmt. K,
Kehre zur Kabine des Captains zurück. Isaac, Hammond, ich habe eine Übertragung abgefangen. Krankenstation. Da unten ist jemand. Was hältst du davon? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole, ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Besatzungsdeck. Weiß er etwas, das wir nicht wissen? Wie jetzt? Warum wurde das abgebrochen? Loyal bis in den Tod. Okay. Kapitel 5. Ziel aktualisiert. Jetzt können wir endlich zu Nicole. Wenn sie wirklich noch da ist, ja, das ist die Frage. Ach du Scheiße. Ey, nein. Ey, was sind denn das für lästige Scheißviecher? Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann mir echt keine Energie mehr ansparen. Egal, was ich mache. Irgendwas, ja, kommt mir immer in die Quere. Ja, aber warum zum Teufel wurde jetzt das Ziel abgebrochen? Liegt das jetzt nur an Nicole? Kehre zur Kabine des Captains zurück. War ja das eigentliche Ziel. Naja gut, wie dem auch sei. Freigabe 3 haben wir noch nicht. Ich habe gerade die Kisten gesehen. Hier kommen wir jetzt aber ran. Freigabe bestätigt. Na, immerhin. Freigabe bestätigt. Jawohl, ein großes Medipack, das wir natürlich sogleich auch leider nehmen müssen. Aber egal, volle Gesundheit. Wir gucken jetzt mal an den Shop, weil wir haben ja diesen einen neuen Rick. Na ja, klar. Meine Güte. Naja, wenigstens keine Energie verloren. Der Rick ist aber irgendwie nicht hier. Warum ist der nicht hier? Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, es wäre was Tolles, dass wir den hätten. Im Menü wird er auch nicht angezeigt, oder? Nee, nicht wirklich. Und bei Nebenmissionen? Maschinenraum, das wäre jetzt hier. Ja, den könnten wir eigentlich suchen, ne? Von der Hangaraufseherin, gut, den finden wir noch nicht. Aber ehrlich gesagt, ja. Nee, wir machen erstmal das Hauptziel. Ziel verfolgen, genau. Ja, wir machen erstmal das Hauptziel. Ich weiß jetzt nicht, was das mit den Rigs so wirklich auf sich hält. Und beim Maschinenraum, ja gut, das ist ja auch in der Nähe von der Krankenstation. Speichern wir mal schnell. Ich habe wirklich gedacht, dass wir jetzt irgendwas Cooles kriegen. Vielleicht ein Upgrade oder sowas, ja, aber nein. Ich glaube, wir müssen diese Nebenaufgaben machen, um die Master-Kodierung zu bekommen. Damit könnte das noch zusammenhängen. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, schnell zu Nicole. Krankenstation. Ja, Krankenstation. Ganz schnell. Ach ja. Mal gucken, wie lange wir volle Energie haben. Das ist echt hardcore. Hatte ich noch einen Stasepack am Start? Ja, das ist aber für Notfälle.
Die Sauerstoffdinger, eigentlich brauche ich gar nichts rausnehmen aus dem Inventar. Krankenstation. Chemielabor zurückverfolgen. Halt! Hast du Chemielabor gesagt? Ich kann dich kaum hören! Finde die Quelle der Übertragung. Aber wenn wir zurückgehen, dann schauen wir mal beim Maschinenraum vorbei. Eben habe ich gedacht, da steht jemand. Heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Die Tür zur Krankenstation ist hinter mir zugegangen. Hallo? Ein Überlebender. Endlich. Sie sind hier sicher. Ich bin Arzt. Ist Nicole Brennan bei Ihnen? Sie suchen also keinen Schutz. Nun, Dr. Brennan ist gerade beschäftigt. Soll ich Sie hinführen? Oder Sie öffnen diese Türen und ich suche Sie selbst. Freigabe bestätigt. Wie egoistisch. Vielleicht kommt etwas rein. Oder raus. Scheiße. Aha. Sie wollen also Schwierigkeiten machen. Nehmen Sie Platz. Ich kümmere mich gleich um Sie. Was heißt denn hier, nehmen Sie Platz? Okay, da muss ich hin. Ich habe gedacht, jetzt kommt was. Deswegen habe ich das Stasepack genommen. Nein. Das kleine Scheißvieh, obwohl. Oh. Das sind sogar zwei. Na, jetzt habe ich mehr Schuss. 12 bekommen. Naja, eigentlich 6 versaut. Nee, eigentlich 5, oder? 12 verschwendet. Was heißt verschwendet? Benutzt und 12 bekommen. Also 7 plus gemacht. Bitte stören Sie meine anderen Patienten nicht. Was ist das? Forschung natürlich. Ich stehe so kurz davor, den letzten noch fehlenden Faktor zu finden. Ein Ornithologe würde das verstehen. Ja, nur bin ich leider kein Ornithologe, du Lappen. Meine Güte. Freigabe bestätigt. Das ist der Dr. Mercer, oder? So ein Idiot, ey. Was macht er mit den Leuten? Ja gut, ein Ornithologe, was soll ich da anderes erwarten? Dem ist hier wahrscheinlich nicht mehr zu helfen. Und dem hier auch nicht. Die kann ich aber jetzt noch nicht klar machen. Und ich wette, wenn ich nachher zurückgehe, dann stehen die da auf. Ah ja. Ach du Scheiße. Da. Und die droppen immer diese scheiß 100 Credits. Was soll das? Okay, da kann ich nicht ran. Na, was zur Hölle ist das hier alles? Muss ich hier gar noch mehr wegschießen? Okay, das Teil kenne ich noch. Ja. Die können richtig eklig sein. Ich muss dem seine Tentakeln abschießen. Ey, das darf doch echt nicht wahr sein. Komm, machen wir es mal so. Bis jetzt habe ich noch nicht viel Life verloren. Das Ding ist noch da, oder? Oh,
Das darf doch echt nicht sein. Was denn, das habe ich jetzt nicht getroffen, oder wie? Ich habe nicht mehr viel Schuss. Ich habe nur noch 2 Schuss. Ey, wollt ihr mich hier rollen? Ich habe 1 Schuss. Ich muss zurück. Na, ich muss mehr Schuss kaufen. Was soll ich denn machen? Wo war denn jetzt der Shop? Das ist jetzt echt scheiße. Na verdammt, ich komme ja gar nicht zurück, ne? Doch, da ist der Shop. Gott sei Dank. Im Original war das eigentlich so, dass wir halt nur den seine Tentakeln da absprengen mussten. Und dann war das einfach eine locker flockige Nummer. Aber hier... musste ich mir extra Schuss kaufen? Oder kann ich das Teil da gar nicht klar machen? Gerade kann das sein? Okay. Finde die Quelle der Übertragung. Na klar. Noch so ein Teil hier. Na, und jetzt beschießt mich auch noch das da und das da. Isaac, pass auf deine Gesundheit. So, wo hat er jetzt hier seine Scheiß-Tentakel? Warte mal, wir rennen da mal rein. Kann sein, dass wir einfach hier nur rein müssen. Hier bin ich doch nie und nimmer richtig. Ey, ich habe meine ganzen Schuss jetzt fast an dem Teil da verballert. Freigabe bestätigt. Wo habe ich das letzte Mal abgespeichert? Weiß ich gar nicht. So. Mal schnell das Ding hier umschalten. Aufzüge und hoch. Scheiße, ja. Kann ich das von hier oben erwischen? Ja gut, die Dinger kannst nicht nach hier oben spucken. Aber was soll denn das? So ein Gegner und wir kommen da dran nicht vorbei, oder wie? Das ist doch scheiße gemacht. Ah, da ist noch so ein Ding. Kann das sein, dass das die Quelle war? Wie gesagt, ich kenne die Teile, die in der Wand hängen aus dem Original, aber die waren sonst einfacher. Viel einfacher. Man musste wirklich nur die Tentakel da wegsprengen. Hier muss ich auf jeden Fall weiter. Hier waren wir doch auch schon mal. Freigabe bestätigt. Na, ist ja toll, dass wir jetzt hier die ganzen Dinger öffnen können, aber nichtsdestotrotz, das bringt mir ja nichts. Patientenprotokoll abgerufen. So, ich muss alles aufnehmen. Das Gedächtnis, Sie wissen schon. Wie ich schon sagte, könnte meine neu entwickelte Behandlung die Lösung sein. Die Studienlage ist sehr vielversprechend.
Studie. Ah, Sie sind im Handumdrehen wieder auf Ihrem Posten und die CEC wird nichts davon mitbekommen. Oder vertrauen Sie mir nicht? Nein, natürlich vertraue ich Ihnen. Probieren wir es aus. Naja, okay. Wenn er ihm vertraut. Ich vertraue ihm nicht. Proband 9 ist ein junger Mann. Er testet mein neues Mittel zur Bewegungsregeneration. Ich erwarte den Eintritt des Todes innerhalb einer Stunde, aber die Veränderungen am Gefäßsystem sind sehr vielversprechend. Zeit zum Aufräumen. Zum letzten Mal. Holen Sie ein Notfallteam her. Ja, ich habe angerufen. Dreimal. Mein Patient kollabiert. Hören Sie auf zu rauchen und helfen Sie mir. Ja gut, ich würde jetzt ganz gerne auf das Audiolog eingehen, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren, um die Sachen da zu öffnen. Obwohl man eigentlich nur eine Taste drücken muss. Peng. Ah, ja, stimmt. Es gibt eine Trophäe im Originalspiel und die nennt sich Finde Peng oder Finde den Peng-Schatz oder es gibt nur einen Peng oder irgendwie sowas. Die hatte ich mir damals auch geholt. Naja gut, wie dem auch sei. Wir haben auf jeden Fall, ja, Medipacks. Die Frage ist nur wieder, wie lange? Wisst ihr, ja? Aber das Teil da unten an der Wand, das kotzt mich total an, wie viel Schuss ich da eigentlich verballert habe. Echt scheiße. Der Cutter ist auf jeden Fall voll. Da muss ich rein. Da komme ich nicht rein. Jetzt nicht. Jetzt doch. Ah, ja, okay, ich weiß, wo ich bin. Da will ich nicht nochmal hin. Überlebende kommen bitte zu uns. Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Nur ein Trick. Isaac Clark. Ah, richtig. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelung. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nahe. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Was für ein kranker Spinner. Ach du Scheiße, die Viecher. Habe ich total vergessen, dass es die auch noch gibt. Stimmt. War ja so. Bist du da?
Daniels, die können nicht sterben. Öffne das Chemielabor! Was? Tu es einfach! Bin dabei! Es ist offen! Los! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Okay, hier muss ich raus. Oh nein. Oh, kaum drin kriege ich eine. Oh. Nicht schon wieder. Meine schöne Lebensenergie, ey. Kann doch nicht wahr sein. Muss ich von dem Teil fliehen, oder? Oh, Stase. Komm, wir hauen noch ein Medipack rein. Entkomme der Kreatur. Die Kautsübertragung. Es war ein Trick von einem verdammten Ornithologen, Dr. Mercer. Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott, alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Das muss doch von Mercer sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Na toll. Okay. Ja, der Kreatur bin ich entkommen. Und jetzt muss ich die Abriegelung aufheben. Ah, ganz tolle Nummer. Zwölf Schuss noch gekauft. Ach komm, 12 haben wir uns noch. Kauf erfolgreich. Wo sind die ganzen Sachen aus meinem Lager? Ach, das ist mein Inventar hier. Hm. Ja gut, wer Augen im Kopf hat, ne? Ich habe auf jeden Fall noch ein paar tolle Sachen zum Verkaufen. Das ist auf jeden Fall erstmal toll. Der Kreatur sind wir auch fürs erste entkommen. Ich habe total vergessen, dass wir die gar nicht so töten können. Die können wir nur aufhalten. Was schon echt krass genug ist. So, wir hauen noch ein Minipack rein. Dann holen wir uns gleich noch eins. Wir haben ja noch ein bisschen was zum Verkaufen und ich glaube, der nächste Anzug, den wir haben oder kriegen werden, ja gut. Das dauert noch eine Weile. Aber wenn wir ein bisschen was auf Lager haben, ist das wahrscheinlich nicht verkehrt. So fühle ich mich auch ein bisschen sicherer. Dann würde ich sagen, speichern wir erstmal, machen einen kleinen Cut an dieser Stelle und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ihr noch mehr Horror sehen wollt, schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Dann geht's weiter mit Dead Space.